So, wir wollen uns hier mal weiter durchballern durch die Anlage. Ich habe jetzt etwas längere Pause gemacht, deswegen muss ich ein bisschen überlegen. Ah ja. Okay, dann let's go. Ja gut, ich mach mal wieder gar keinen Schaden. Während mir alles um die Ohren fliegt. Wow. Was? Ach fuck, da ist ein Geschütz. Hier. Ah, mit Dank zurück, Digga. Mit Dank zurück. Wärmesucherraketen. Ja, nice. Ich glaube, die werde ich gleich mal ein bisschen verbrutzeln hier in dem. Sollte der nächste Daddy kommen. Oh ja. Yeah. Der nächste Daddy kommen. So, haben wir hier noch was? Weil einer fehlt uns ja noch. Ja, das Ding hacken wir auch mal gleich. Ja, eigentlich. Moment. Antiperson könnte ich mir kaufen. Ja. Das wäre gar nicht so schlecht. Haha. So, da hacke ich das Ding noch für den Fall, dass sich hier jemand heilen möchte. Wo bist du, Woody, die Spaß? Oh, ist ein bisschen mit Battle, wie es aussieht. Fuck, ich hab die falsche. Okay. Gut. So sei es. Boah, man könnte seine Kugeln auch auf ihn zurückschießen, aber ganz ehrlich. Unnötig. Was? Jetzt schon wieder, Alter. Hä? Komm mit, Mädchen. Du bist die Letzte, die ich brauche. Nice. Das waren jetzt schon wieder. Ist doch gar nichts. Okay. So soll es sein. So, jetzt haben wir den auch aus dem Leben geplästert. Ist das schon mal... sehr nice. Okay, da könnte ich schon wieder Adam sammeln, wenn ich Böcke hätte. Habe ich aber nicht. Denn ich glaube, dass ich das gerne offscreen machen würde. Wow. Okay. Gut. Es geht weiter. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Ich verstehe. Tja, sehr dramatisch. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Tja. Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Naja, das ist jetzt ein bisschen arg weit hergegriffen, möchte ich meinen. Wow. So, ich dachte, es wäre ein Fisch. Das sah aus wie ein Fisch, der eben in der Luft schwebt. Hey, hi. Wahrscheinlich auch schon bessere Zeiten gesehen. Oh ja, komm her, Digga. Das ist so ein Didi-Pisser, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Ein paar Nieten, das brauche ich nicht. Fuck you, Alter. Sollte mir mal angewöhnen, meine Plasmide rechtzeitig zu wechseln. So.
Gut, eine Probe brauchen wir wohl noch. Aha, sehe sie schon. Oh ja, ich weiß, was da kommt. Oh ja. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Wow! Moment, Alter. Moment. Ach, die Kuh, Alter. So, dann tun wir mal alles ganz chill abpacken da hinten. Aha, aber es könnte vielleicht sein, dass ich so durch die Tür komme. Nice. Sonst irgendwas? Jawohl, 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 jawohl. So, da sind wir runtergekommen. Oha, wir können hier rein. Hacken das Gerät mal. Nice. So, wieder ein bisschen Kohle. Okay, sonst gibt es hier nichts. Gut. So, und somit hätten wir die letzte Probe. Nice. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen ein. Moment. Kann ich da... ich kann hier raus. Nice. Wow! Ja, Alter, auf dich habe ich gerade gar keinen Bock, Junge. Was tut man nicht alles? Armer Gilbert. Es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren? Wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Nö. Wir hatten jetzt den Alarm wieder ausgelöst. Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig. Alter, wer hat diesen verfickten Alarm ausgelöst jetzt? Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Boah, diese Dinger, ey, die sind so lästig. Oh, da hängt einer. Fuck, den habe ich jetzt nicht untersucht. Ach, egal. Mein Gott, haben wir's bald mal. Boah, junger Vater, hey. Gibt's das? Aggressive Spastenhure. Ich glaube, ich werde jetzt ein paar Granaten... Es ist so lästig. Diese Typen sind so lästig. Oh, das habe ich auch noch nicht gehackt. So, jetzt kaufen wir uns erstmal wieder voll mit allem, was wir brauchen. Schrotmuni, nö. Bittergranaten, ja, die kaufe ich mich jetzt voll. Hackerpfeil kaufe ich mir noch, das war's. So, du willst nichts von mir, ich will nichts von dir. Ich hätte eigentlich gern den Typen hier geplündert. Ah, okay. Hat sich nicht sonderlich gelohnt. So, das mache ich jetzt kurz offscreen, dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise... Ja, so machen wir es. So, hier bin ich wieder. Also, ich habe jetzt, denke ich, soweit alles Adam gesammelt. Hallo? So. Und, ja, denke... sind dann bereit, hier weiter zu upgraden. Ich habe mir auch noch meine Harpune ein bisschen verbessert, was auch sehr nice ist. Natürlich muss ich auch wieder gegen eine Big Sister antreten, aber gar kein Problem. Yay, wir haben ein Geschenkchen bekommen. Danke, Kleine. Oh ja, sehr gut. Oh ja, wir sind echt gut dabei. Electrobolt 3 kaufen wir uns direkt mal. Hypnotisieren 3 kaufen wir auch mal. Was haben wir noch?
Oh, ich kann eine weitere Eve-Spritze tragen. Das ist nice. Nehmen wir gleich Eve Schoner. Das ist auch sehr gut. Ich glaube den Rest, ja gut, ich kaufe noch ein paar Slots, glaube ich. Ja, ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar Slots. Gut, aber das sollte erstmal reichen. Ja, verrückt, geil. So, damit hätten wir in dem Kapitel auch alles getan. Dann können wir ein bisschen mit der Story fortfahren. Nice. So, jetzt gehe ich erstmal zum Verkaufsautomaten. Nice, so nice, so. Gut. So sei es. Behältersystem für tiefste Lebensformen online. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Nee. Wir leiten Sie vom Firmengelände. You're fired. Okay. Wow. Moment, Alter. Moment, Digga. Ich muss mich kurz vorbereiten hier. Ist das mein Entlassungskomitee? Was denkt ihr, wer ihr seid hier? Was denkt ihr, wer ihr seid? Wow, oh, diese aggro Fische, Alter. Fucking bitch. Was ich auch immer ganz nett fand, wenn man diese Typen, kontrolliert, dass sie sich gegenseitig abschlachten. Ist auch nice. Du wirst mich überlisten mit dieser Bestechungsaktion, diesem Almosen, diesem hanebüchenen. Ich verfluche dich, Delta. Ach, halt doch die Klappe, Alter. Perfekt, mein Junge. Du hast ihn am Haken. Benutze jetzt die Konsole, um ihm eine DNS-Probe zu entnehmen. So sollte automatisch ein Genschlüssel hergestellt werden. Okay. Du hast den Schlüssel zu Lambs Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxyfill-Station zu gehen und ihn benutzen. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr.
Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund, und meinen aufrichtigen Dank. Du musst mich nicht haben, Delta. Bitte. Ich gehe auch hier raus. Ich werde draußen leben. Ja, man könnte ihn jetzt töten, wenn man möchte, aber da ich ja die Trophy haben möchte, lasse ich ihn einfach weiter verrotten in seinem Tank. Denn der Typ ist mir eigentlich relativ bums. So. Nice, ich glaube, wir sind auf jeden Fall einen großen Schritt weiter. Einen großen Schritt weiter gekommen. So, schauen wir mal. Okay, gut, dann schauen wir doch mal, was hier Sache ist. We will be reborn. Ja, wer seid eigentlich we? Who? Ah, da ist ja die Trophy. Ha! Nice. Und den Scheiß auch mal geschafft. Ich war immer zu faul, das Spiel nochmal durchzuspielen, deswegen. Ich habe halt einfach alle umgebracht. Oh! Aus Rache! Okay, wir gehen jetzt nach Persephone. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das sogar schon das letzte Gebiet sein. Nice. Nicer, dicer. Wäre natürlich korrekt, weil bam, 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 bam. Mal gucken, wie wir uns weiter schlagen werden. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Na klar. Zumindest das, was von Rapture noch übrig ist. Allzu viel kann es ja nicht mehr sein. Finde Eleanor Lamp. Oh ja, wir sind tatsächlich relativ nah am Ziel. Ich meine, das Spiel geht noch ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst es. So, es geht weiter. Aha. Aha, aha, aha. Oh, hier liegt Geld. Ha! Und ein Hackerpfeil. Ja, damit. Aha. Oh ja. So, lasst uns schauen, was uns erwarten wird. Bam, bam, babooms. Ah. Vater, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich komme, mein Schatz, ich komme. Bam, bam, Papi ist da. Big Daddy kommt. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Nö. Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe. Moment. Beneid ich. Ja, 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 bla bla. Wir werden jetzt den Granatwerfer erhöhen. Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Was glaube ich immer noch? Daddy ist da. Ha! Aber darauf könnt ihr euch ein durchziehen, hey. So, wir hacken mal das Ding jetzt hier. Ja, kaufen uns eine neue Spritze, ein paar Speerchen. Ja, Splittergranaten sind immer nice. Sehr gut. Oh ja, ich erinnere mich. Oh ja. Das Ding hack ich auch mal kurz. Ich hack dir die Scheiße aus dem Leib, Junge. Was bekomme ich? Nieten. Ja, danke. Gut, aber ich brauche im Moment nichts. Das heißt, es geht weiter. Wir haben eine Tochter zu finden. Gibt's ja auch Little Sisters? Nope.
Ach ja, stimmt, wir haben alle... Ah, das war's, stimmt, ich habe den Erfolg bekommen. Jawohl, das waren alle Sisters, die wir retten konnten. Nice. Somit haben wir das Good Ending auch schon mal wieder sicher in der Tasche. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Bad Ending tatsächlich sehr viel besser, weil... ausgründet. So. Ich meine, beide Endings schenken sich jetzt nicht viel, aber... Wie beim ersten Teil eigentlich auch, aber... you know what I mean. Oh shit, wir sind schon da. One with her, okay. Eins mit ihr. Ha! Das hättet ihr wohl gerne, ihr Lustmolche. Das ist meine Aufgabe. Hey Schatzi. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, oh ja, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Ich meine, gut, sie muss jetzt um die 17 sein. 16, 17 vielleicht? Ja, ich kann ihn nicht schreien, ne? Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut. Denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Was willst du mir damit sagen? Oh shit! Ja, das ist jetzt im Endeffekt... besiege die Big Sisters. Und ja, es sind zwei auf einmal. Das ist jetzt im Endeffekt so... eine Art letzter Bossfight, kann man sagen. Aber... alles kein Problem hier. Ich meine, die halten natürlich eine Stange mehr aus, als sie eigentlich sollten. Deswegen ballern wir auch alles drauf, was wir auf Lager hätten. Bam, Alter. Die eine ist gleich schon mal down. Oh ja, wir können sie hier trappen. Dort war's mit Number One. Jetzt habe ich noch ein bisschen panzerbrechende Scheiße. Baller alles drauf, was ich habe. Ich glaube, der hat die Idee, wie euch hier anlegt, ne? Nice! Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! Na klar! Moment! Bevor ich da reingehe... Das Mädel kann auch noch 2 Minuten länger warten. Möchte ich ein bisschen einkaufen. Weil nein, das Spiel ist noch nicht vorbei. So, wir kaufen uns mal Spritzen voll. Wir sind spritzig und kaufen uns noch ein paar... Dingens. Dingenskirchen. Worauf wartest du, Junge? Alter, chill dein Life, Junge. Es ist nicht so, als ob sie weglaufen würde. Fehlt nur noch, dass er mich fragt, wärst du so freundlich? Ha! Die Zeiten sind vorbei, glaube ich. Oh mein Gott, hier liegt so viel scheiß Stuff rum. Hier kann ich nicht rein? Doch. Nö. Nö, doch. Okay, gut, dann... Eleanor, Daddy's home. Dein Signal reißt ab, Junge. Ich sehe und höre nichts. Irgendwas in dem Raum blockt mich ab. Beta-Blocker vielleicht. Sieh sie dir an, Delta. Oh ja. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Alter, du pädophile Schlampe, Alter. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Ja, wir haben sie alle gerettet. Und wir sind stolz drauf. Außer bei einem. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster.
geformt alleine durch dich, wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Das ist so eine feige Hure, Alter. Oh shit. Oh shit. I'm dead. Ist es das tatsächlich gewesen? Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Das fühlt sich seltsam an, Vater. Aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Ja, nice. Ja, da liegen wir nun. Völlig abgefuckt. Krieg durch die Schleuse da. Moment, Moment, hallo, wir können hier eine Little Sissy Sister spielen. Das werde ich doch ausnutzen und mich ein bisschen umglotzen hier. Glaube ich. Diese Kammern entriegeln, indem sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Okay. Holy shit. Das Interessante tatsächlich an dieser Passage ist, dass die Little Sisters Rapture immer so wie jetzt sehen. Also durch ihre Augen sieht Rapture so aus. Was natürlich ein bisschen, ja, crank ist, weil sie quasi nur in einem Traum leben. Jetzt werden wir auch erfahren, was es mit diesen Engeln auf sich hat. Hey, Eleanor, hey, hi, hey, hey, hi, hey, hi, hi. Ist schon ganz interessant, die Passage eigentlich. Meine. Okay. Ich meine, das Ganze ist ja schon sehr kinderfreundlich. Achtung, Achtung. Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Oh ja. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Nice. Bitte, bring sie mir. Ne klar. Ich wäre ja eher dafür, dass du dich ausziehst, aber... Oh hey, ja, das sind die Splicer. So. Daddy trifft Dr. Gilbert. Okay.
Ja. Wie gesagt, ist natürlich alles schon ziemlich paradox hier. Ziemlich kinderfreundlich, das Ganze. Schon, verrückt, ich meine, die sind ja echt auf ihre Big Daddies getrimmt. Ja, ohne einander geht es ja auch nicht. Aber ist schon alles ziemlich krass, was für ein Aufwand das ja eigentlich sein muss, dass die dann, ich meine, gut, das hat ja alles mit diesem Adam zu tun, keine Ahnung, aber das ist alles schon ziemlich verwirrend hier. Ich meine, das Kind sieht die Welt so und wir sehen die Welt halt, wie sie wirklich ist. So, und das kommt jetzt, hier kommt jetzt die Stelle, warum die Kleinen immer sagen, Papi, da ist ein Engel, ja. Deshalb sagen sie das, weil sie denken, das wäre ein Engel. Aber ich glaube, in diesem kurzen Moment sehen sie tatsächlich Rapture, wie es wirklich ist. Ja, man könnte sagen, es ist alles Gold, was glänzt, ne? Nice. Das ging aber schnell. Ohne Gegnerwellen, die auf mich eindreschen wollen. Hi. Komm her, du kleine Göre! Oh, shit. Fuck you, bitch. Perverses Stück Scheiße, Alter. Vergreift sich an einem Kind, ey. Ha! Wer macht denn sowas? Was steht hier? Daddy trifft Tante Grace. Ach ja. Ja, okay. Verändern sich diese Skulpturen, je nachdem, wie ich mich entscheide? Ich glaube nicht. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Sieht aus wie ein Kleidchen in dieser falschen Realität. Schon krass irgendwie. Zehn Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Oh, ein Engelchen. Nimm es. Nice. Sonst irgendwas hier? Schutzschalter. Aha. Das könnte auch eine Art Shortcut sein. Oder aber, ich hätte da hinten gar nicht weitergehen können. Das. Ach ne. Ah, okay, ich bin hier. Hi. Was glotzt ihr so, ihr pädophilen Wichser? Meine Güte. Seht ihr schwul aus. Haie! Bam, 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 bam. Aha. Ja, sieht schon nice aus hier. Was haben wir? Wow. Gar nichts, einen Haufen Scheiße haben wir hier. Nimm den Helm. Yeah. Sehr gut. Gut, ansonsten. Jetzt, was steht hier? Daddy meets Onkel Stanley. Ha! Stanley, Alter, erinnert mich nicht an den Lappen. Ich hätte ihn so gerne umgebracht. Ja, genau, Engel. Mein Gott, ist doch alles Propaganda hier, ey. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Okay. Infusion! Na ihr Lappen. Hallo. Scheiße, Alter, seid ihr creepy schwul. La 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 la. Bei Daddy bist du in Sicherheit. Okay. Ja, Gehirnwäsche pur hier. Oh, Gottes Willen, Verzeihung. Mein Gott, ne. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Ich glaube, hier ist der letzte Teil des Anzuges. Ja, dieser. Das Waffen. Nice.
Oh, Erde. Okay. Das war's? Das war's. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Naja, man freut sich auch über die kleinen Dinge, wenn man 10 Jahre als Geburtsmaschine misshandelt wird. Ich meine, gut, die Frage ist, die Little Sister kam ja jetzt nicht aus ihrer Gebärmutter heraus. Ich meine, sie wäre schon ziemlich verbraucht, die Kleine, aber so in etwa. Okay, was haben wir hier? Das Geld regiert die Welt. Das Geld regiert die Welt. Immerhin hat sie ein Klo gehabt. So sieht's aus. Das nehmen wir mit. Ansonsten nehmen wir das noch mit. Oh, hey Teddy. Okay. Wir haben es. Hi. Oh ja. Das ging schnell. Wow, shit. Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Sie befreit mich. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Wow. Oh, hey. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Ja, sie meint es. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Das ist richtig. Dieses Plasmid wird mir gute Dienste erweisen. Ja Mensch, ist aber schön, dass ich wieder unter den Lebenden weile, wenn man das so sagen kann. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber wir werden es sehen. So, ich werde jetzt mal wieder mein Bohrer auspacken, ein bisschen Bohrer-Action betreiben hier. Okay. Das kann ich nicht nehmen. Nice. So. Doch wie es weitergeht bei Let's Play Bioshock 2, werden wir im nächsten Part raus. Voraussichtlich auch im letzten Part. Vielleicht mal sehen, wie weit ich komme, wie gut ich mich schlagen werde. Deswegen sage ich, bis dann. Ciao.